Oh, guck mal. Fitmin im Stuff. Eine Minigun einfach. Digi. Nehmen wir mit, einfach weil wir sie verticken können, ohne Scheiß. Ja, guten Tag, meine lieben Zugucker. Herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4 Part Nummer 200. Lasst mich gucken. 92. Ja. Okay. Wir wollten. Ich habe mich jetzt noch entschieden, dass ich hier nochmal gucke, ob hier die Starkerne sind. Okay? Ich gucke mich nochmal, ob hier wirklich Starkerne sind. So. Also nur noch. Nur diesen Part noch. Ansonsten suche ich das offline wirklich. Ich verspreche es euch. Also. Guck mal, wir wollten noch hier, guck mal, da war ja hier eigentlich was. Aber es ist jetzt die Frage, es gab hier ja noch ein Räumchen, und zwar über uns, da waren wir schon drin. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein Einsteiger-Dingsbums, ein Schloss zum Aufknacken. Da wird keins drin sein. Was ich suche, ist tatsächlich dieses Räumchen, wo wir ganz am Anfang waren. Also ich zeige euch das gleich mal. Pass mal auf. Wir gehen jetzt mal hier hoch und gucken. Hier ist, glaube ich, hier war keiner, ne? Hier ist so eine... Warteflasche, geil, Gewehr. So, das war die Steuerungsterminal. Hier war kein... Dings mehr. Wir werden hier auch ganz schnell nur durchgehen, gell? Wir gehen hier nur ganz, ganz fix durch. Also, geh weg, geh weg, geh weg. Also, ich glaube, da ist ein Schlüssel. Angestelltenschlüssel, okay. Gut zu wissen. Nehmen wir mit. Es gab ja diesen großen Raum mit diesen ganzen vielen Planeten. Und da will ich hin. Das will ich mal angucken. Und das machen wir auch kurz. Und zwar, hier war es jetzt nicht. Aber das ist ungefähr das, was ich meinte. Ja. Also hier ist auch schon mal kein... Kern mehr. Dann haben wir hier... Kann ich hier eigentlich lang? Oh, tatsächlich, das funktioniert ja. Oh, krass, okay. Also ich glaube, hier oben bin ich nicht lang gelaufen, aber das ist süß, dass das hier so aussieht. Aber da ist kein Starkern. Wobei es sein kann, dass hier doch ein Starkern irgendwo ist. Hier kommt... Guck mal, hier können wir das kaputt machen? Jetzt mal ehrlich. Ja, tatsächlich. Aber das haben... Das, ich glaube, hier waren wir schon. Pass mal auf. Ich gehe mal hier runter und guck mal hier neben. Da ist auf jeden Fall... Munition und so Brennstoffgedöns, aber kein Starkern. So, dann gehen wir mal eins runter. Hier ist es nur dunkel. Das darf man nicht vergessen. Hier ist es nur dunkel. Hier kann aber trotzdem noch irgendwo was sein. Aber auch kein Starkern. Schade. So. Okay. Da, ach, guck mal, hier ist auch... Ah, hier ist noch eine Tür. Ah, guck mal, hier ist eine Tür. Ah. Ah. Oh. Ah. Aliens. Cool. Okay. Wenn jetzt hier noch ein Starkern drin wäre, das wäre super feiny fein. Aber ich befürchte keine Chance. Ich befürchte wirklich keine Chance. Das ist ein Kühlmittel, brauchen wir nicht. Oder ist hier neben noch eins? Hier sind auf jeden Fall... Ach, guck mal, hier geht's weiter. Kann ich mir die... Ja, gib mir mal hier die... Ach, Scheiße, das sind nur... Okay, hier passiert nichts. Das ist auf jeden Fall Aluminiumkanister nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, aber ansonsten... Pff, schwierig. Hier können wir nochmal gucken, ob hier... Ja, Klebeband ist da drin, aber hier ist auch kein Kern. Aber seht ihr mal, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Aliens gefunden. Das ist doch auch mal nett. Immerhin. Und... Ja, hier ist Kleber und Büro... Das sieht man auch nicht jeden Tag. Ja, das sieht man wirklich nicht jeden Tag, Digi. So, was geht jetzt hier? Dieses Räumchen meinte ich. Hier oben, das meinte ich. Okay, hier speichern wir mal, weil hier ist es nämlich wichtig, wo wir hinkommen. Das Gute ist, wir haben ja jetzt unseren Jetpack. Erstmal gucken, von wo kommen wir jetzt hier eigentlich? Hey. Genau. Und zwar, ich glaube, wir kommen... Jetzt hier lang gehen? Genau. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein... Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht drin, oder? Hier ist, ein Safe. Okay, cool. Einfach mal ein Safe gefunden. Warum nicht? Ah, ein Stückchen noch. Ah, come on.
Na also, geht doch. Das wär's. Das nehmen wir mit. Sicherung, ja komm, einfach alles mitnehmen. Let's go. So, Haarklammer Box, Haarklammer und hier Nuka-Cola, aber ansonsten... Armer Kerl. Hm, schade. Der ist ja auf jeden Fall leicht platt. Aber hier ist auch kein Kern. Das wäre schön gewesen, hätten wir hier einen Kern gefunden. Aber gut, man kann hier nicht alles haben. Aber hey, das haben wir wenigstens... Ah ja, hier, guck mal. Das haben wir hier auf jeden Fall schon mal entdeckt. So, genau. Dann sind wir nämlich hier in dem Räumchen. Und wir werden das jetzt mal testen. Wir gehen zwar erstmal hier hoch. Haben wir nämlich doch langsam alles hier erkundet in dem Räumchen. Genau, hier wollte ich nämlich wirklich hin. Das wollte ich mir anschauen. Da... Beziehungsweise, wollte ich mir das anschauen? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber... Doch, das war das. Das müsste es gewesen sein. Genau, das war hier nämlich wirklich ein bisschen verwirrend, weil hier sind nämlich die Steuerungseinheiten. Hier gab es doch, glaube ich, auch mal einen Starkern. Das brauchen... Warte mal, ist da unten... Schade, ich dachte, da wäre was gewesen. Okay, hier ist nichts... Da, das ist doch sehr verwirrend, tatsächlich. Aber wir können ja... können immer hier oben drauf. Wo kommen wir denn da hin? Oder kommen wir von der einen Seite da? Wir kommen... Ah, okay, alles klar. Man muss sich ja auch erstmal hier ein bisschen zurechtfinden, gell? Ist ja... dafür machen wir den ganzen Spaß ja. So, aber ich befürchte, hier wird nichts bei rumkommen. Eigentlich schade. Eigentlich echt schade. Wir könnten jetzt hier runter... Da gehen wir auch gleich runter. Aber wir gucken uns das hier nochmal an. Hier ist ja auch noch mehr zu erkunden. Aber hier... Ne. Ich befürchte, wir haben hier ein Problem. Ich befürchte, hier geht es nicht weiter. War hier noch eine Falltür? Ne, ich dachte gerade. Okay, gehen wir nämlich hier einfach runter. Ich habe es probiert da oben, aber dann gehen wir einfach mal weiter. Einfach mal einen Blick haben für neue Sachen. Kann ja auch hier überall... War nicht, lag nicht sogar hier einer? Lag hier nicht sogar auch einer? Also nicht jetzt, sondern das letzte Mal. Wir sind immer noch im Level Up. Ja gut, machen wir gleich. Ich meine, hier wäre einer in dem Räumchen gewesen, gell? Daneben. Ja, ja, hier war einer. Tatsächlich. Steuerungsterminal. Können wir das aktivieren? Komm, mach mal. Ne, kann er gar nicht drauf zugreifen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich auch hier runtergegangen bin. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Doch, ich glaube... Ja, das war die verwirrende... Die verwirrende Kacke hier. Hier war, glaube ich... Ne, hier war kein Terminal, kein Starkern. Aber da müsste doch hier eigentlich auch gleich diese eine Tür sein, wo wir... Ja, genau die meinte ich nämlich. Genau die. Gut, dann... Hier ist nichts. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Irgendwo muss doch dieser scheiß Starkern sein. Ich glaube, hier sind wir auch runtergehüpft, gell? Ich weiß es nicht mehr ganz. Aber egal, wir gehen jetzt nicht diesen Weg, sondern wir gehen den anderen. Wir gehen mal hier lang. Wenn das denn überhaupt geht. Ach, guck mal, hier liegt auch einer. Hier lag... Ah, ne, das... Warte mal, den haben wir doch... Haben wir doch das letzte Mal schon mal gelootet, meine ich, ne? Also ich glaube... Ich befürchte, das ist hier einfach wasted time. Ich sag's ungern, aber ich befürchte, das ist wasted time. Was wir nochmal gucken könnten, ist, dass wir da oben drauf kommen. Kommen wir hier oben drauf? Ja, tatsächlich. Ah! Okay, so viel dazu. Aber hier ist leider auch kein Kern. Och Mann! Menno! Was der hier unten macht, verstehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht, aber... Kein Problem. Gehen wir runter hier. Bam. Jo, ich würde euch, wie gesagt, gerne mehr zeigen. Oh, fuck. Ich würde euch gerne mehr zeigen, aber das, was nicht ist, das ist ein Tresor. Oh, guck mal. Oh, Meister sogar. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, was da drin ist. Okay, das ging fix. Geschafft. Hm. Ja, okay, jetzt... Nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Du bist im Arsch oder was? Ja, so halb. So, dann können wir aber hier nochmal hoch, oder? Weil da war noch ein Werkzeugkasten. Einfach nur mal gucken. Klebeband, ja gut, Klebeband nehmen wir immer. Aber, daneben, hier auf der rechten Seite, was ist das? Da ist nichts. Hier.
Ach ja, guck mal, da ist ja noch mehr. Okay. Das ist auf jeden Fall hier wirklich riesig, ohne Scheiß. Also das ist ein sehr, sehr großes... Oh Mann! Hätte auch noch einer sein können. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Gebäude hier drin oder Gebilde-Gedöns. Hier, ich glaube, ich lag auch mal ein Starkern. Ach, das ist eine Fake-Tür, oder? Können wir die kaputt machen? Ach, nee, können wir... Ich habe vor allem für das Ding so wenig Munition. Was soll das denn? Okay, das ist mir neu. Weil ich für das Ding jetzt nicht so viel Muni habe, aber ist mir... Ist okay. Ist nichts. Ich glaube, wir sind doch gleich schon am Ende der Reise, oder? Das ist halt wirklich praktisch, dass wir einfach ein Jetpack haben. Fitman nämlich. Oh, guck mal! Fitman nämlich Stuff. Eine Minigun einfach. Digi. Nehmen wir mit, einfach weil wir sie verticken können, ohne Scheiß. Saugeil. Saugeil. Einfach so random eine Minigun. Okay, dann können wir mal hier oben drauf. Ja, tatsächlich. Aber hier gibt's nichts, ne? Da oben ist auch nichts. Da ist ein Werkzeugkasten. Das. Also was ich cool fände, wenn man mit den Dingern fahren könnte, wenn wir es denn, wenn wir den Strom eingeschaltet haben. Das wäre ziemlich geil. Das können wir übrigens beim nächsten Part auch mal testen, ob der Strom vielleicht jetzt läuft. Sollte der nicht wieder aufgebaut werden? Also angestaltet werden von den Leutchens da? Also hier ist auf jeden Fall auch kein Star, kein Fuck. Schade. Hier ist nix. Wie gesagt, da müssten wir gleich eigentlich durch sein, oder? Komme ich hier hoch? Tatsächlich. Guck dir das an, da komme ich hoch. Komme ich auch hier lang? Was gibt's hier? Hier kam ich doch, ne? Hier. Ja, von hier kam ich da. Ja, genau. Hier lang geht's. Hier hoch, da lang. Hier unten ist kein Kern. Oder hier neben vielleicht? Ne, Munitionskiste, die haben wir aber gelootet, ne? Ja, ja, dachte ich mir. Okay, fuck. Ja, ärgerlich. Wirklich, wirklich ärgerlich. Das ist super, super blöd. Aber gut, ist halt jetzt einfach so. Wir haben es probiert, wir haben geguckt, wir haben gemacht. Also jetzt können wir uns auf jeden Fall auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben hier gerade ganz viel Scheiß gesucht und nichts gefunden. Ja, genau so ist das doch eigentlich richtig, oder? Es tut mir auch leid, dass das hier leider nichts war. Bisher, vielleicht haben wir auch Glück, vielleicht ist hier oben noch was. Ich würde mich riesig freuen. Aber hey, dann haben wir hier nochmal alles Revue passieren lassen, haben uns den ganzen Spaß nochmal angeguckt. Und ist doch auch was, oder? Ja, da geht's, ach ja, hier geht's auch nochmal rein. Das sind die ganzen UFOs. Komme ich da rein? Nö, da komme ich... Ah, hier ist auch ein... Kern, aber hier oben vielleicht auch noch irgendwas. Guckt euch, das ist aber auch wirklich krass verwirrend. Also es ist auch wirklich unnötig riesig hier. Also fucking unnötig riesig. Hier oben war, glaube ich, nichts. So. Was ich jetzt hier nochmal probieren kann. Ja, wunderbar. Also. Ist der Kern? Neuer Kern ist drin. So, das ist hier nix. Da war auch nichts. Okay, wieso die UFOs laufen, wüsste ich tatsächlich gerne. Aber gut, ich befürchte, wir sind jetzt hier wieder am Anfang, korrekt? Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ach Mann. Also, so mehr oder weniger am Anfang. Da ist... Ja, scheiße. Ja, das hat sich... Also wir haben es probiert. Hier ist einfach ums... Hier ist einfach nichts. Okay, dann wissen wir das auch. Es tut mir leid. Ich habe es probiert. Es sollte nicht sein. Es sollte einfach nicht sein. Wir haben es jetzt einfach mal probiert. Viel zu lange. Viel zu lange, aber gut. Es... Okay, man kann es halt einfach nicht schönreden. Wirklich, Leutchens, man kann es sich nicht schönreden. Blöd gelaufen, dass da einfach... Ja, kein Starkern drin war. Der kann jetzt, die können jetzt überall sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ob die irgendwo noch versteckt sind. Angeblich steht das ja da. Aber wir haben es ja gesucht, wir haben es ja geguckt. Wir haben ja jetzt in allen Gebäuden gefühlt. Nirgendwo war was. Kann auch bei Robco, kann auch was sein, dass ich da was übersehen habe. Aber das werde ich definitiv offline probieren und suchen. Ja, Kacke. Also wirklich, Kacke hoch 50. Ich wollte eigentlich, dass wir das haben. Aber gut, manchmal...
kann man sich's nicht aussuchen. Ich wüsste aber auch ehrlich gesagt nicht, wo ich noch weiter suchen soll, weil wir haben gefühlt jetzt alles hier schon ausgetestet, ausprobiert. Weiß ja nicht, ob wir irgendwo noch einen Starcan finden. Hier ist eine Nuka-Cola-Flasche. Nö. Also ehrlich, ich habe keinen Plan. Schade. Was doch sein könnte, das hier oben? Nö. Gar nichts. Von da kamen wir jetzt. Ja. Ja. Also, kann man jetzt schön reden. Alles probiert, alles gemacht, nichts gefunden, scheiße. Ja. Robco werde ich so offline nochmal probieren, aber ansonsten. Ja, doof. Aber hey, wir haben wenigstens eine Minigun. Wir haben eine Minigun gefunden. Das ist doch auch etwas, oder nicht? Manchmal hat man halt einfach auch solche Parts. Es tut mir wirklich unfassbar leid. Also ehrlich, dass wir hier einfach nichts gefunden haben und es ist schon schade. Ich hätte euch gerne mehr geboten, aber es wollte oder sollte einfach nicht sein. Weil ich jetzt hier nochmal nur kurz gucken will, wenn wir jetzt hier, das ist auch belegt, hier ist nichts drin, das Restaurant, hier ist nichts. Töten kommt besser als stehlen. Nee, also wirklich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich noch suchen sollte. Ich meine, wir haben auch einen Starcan gefunden außerhalb. Oh, wie fies. Guck mal, hängt da einfach fest. Wir haben auch außerhalb mal einen Starcan gefunden. Aber hier liegt auch keiner mehr rum. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja. Kann ich hier einen nehmen? Nee, ich kann ja auch keine wegnehmen. Da unten? Nee, die... Ja, keine Chance. Ich meine, hier steht ja... Starcan-Netzwerk ansehen. 33 wurden installiert. Insgesamt 2 weitere Starcane wurden innerhalb der Reichweite entdeckt. Positionen werden bestimmt. So, im Star-Control-Zentralrechnerraum. So, müsste hier dann oben sein. So. Left. Ich sehe aber halt auch wirklich keine Zahl, wo mir gesagt wird, ey, hier ist noch eine. Im Vortex-Sternenhimmel waren wir, im Interstellar-Theater waren wir auch, in Nuka-Galaxy waren wir jetzt auch, auf dem Gelände der Galactic Zone. Was haben wir hier noch? In der Robco Battle Zone außerhalb der... Aber hier ist auch nirgendwo... Es ist ja auch keine Zahl. Token. Ich suche hier irgendwo eine Zahl, aber... Ja. Eins kann ich noch probieren. Nicht hier oben. Oh, Moment. Das wäre lustig gewesen, wäre jetzt hier noch einer gewesen. Wir können mal eine Ebene höher gehen und einfach mal hier gucken. Alter, wenn hier jetzt einer drin gewesen wäre, gell? War mir hier hinten schon mal? Jetzt mal ehrlich. War mir hier hinten schon mal? Ich will's nur mal... Moin. Ich will's nur mal gucken. Nö. Hier ist... Also kann sein, dass wir hier schon mal waren, aber... Hier... Pff. Hm. Das ist... Ja klar, von hier kommen wir ja eben. Ich wollte aber eigentlich hoch. Wie komme ich denn jetzt hoch? Das ist doch dieser Aufzug hier, oder nicht? Oder ist der da? Nee, der war nicht da. Gehen wir mal hier lang, hier hoch. Da unten ist nichts. In dem Zentralrechnerraum. Das stimmt doch aber auch nicht. Hier ist keiner. Das ist ein Knopf, den ich aktivieren kann, aber es ist nichts passiert. Oh. Jetzt komm schon. Irgendetwas muss doch hier sein. Ich hab's doch im Gefühl. Ich hab im Gefühl, hier ist irgendwo was. Wirklich. Und ich sag das nicht nur so. Ich hab im Gefühl, hier ist irgendwo was. Das ist nicht das Ding, was wir brauchen. Hier ist aber auch kein Kern. Ah, da wäre einer gewesen. Ja, aber da wollen wir ja gar nicht hin. Kann ich... Nö. Kann ich doch weiter hoch? Ich bin jetzt runtergefallen, oder nicht? Ja. Verdammt. Hm. Wenn wir jetzt den Knopf drücken, dann gehen wir aber wieder runter, oder? Ja. Bäh. Bringst du uns wieder runter? Ja komm, bring uns runter, bitte. Oh, come on. Ich will nicht dieses Ding haben. Oh Gott, die armen Skelette. So, dann gehen wir hier. Ah, komm. So. Ja. Es... Fuck, möchte nicht.
Nein, ich halte davon gar nichts, irgendwo in Deckung zu gehen. Ja, ich habe keine Ahnung, meine lieben Zugucker. Ich habe hier wirklich gerade keinen Plan. Aber gut, dann machen wir hier einen Schnitt. Und ich werde hier einfach wirklich nochmal nachgucken. Gucken, ob hier irgendwo was ist auf dem Gelände. Und ansonsten werde ich es einfach offline suchen. Wir haben jetzt genug Zeit damit verschwendet, wirklich. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Nicht Park, sondern Part. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein und bis denn. Ciao.